Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge StarCraft 2 Legacy of the Void Multiplayer. Heute gegen einen Zerg. Wir sind Protoss, wie schon ziemlich häufig jetzt. Also überraschend, wie häufig wir jetzt auf einmal Protoss bekommen. Aber soll mir recht sein. Zack. Was ich tatsächlich lange nicht mehr gespielt habe und wieder mal gerne spielen möchte, wäre ein TVZ. Melde ich mal an als Wunsch für das nächste Mensch ab. Vielleicht erhören mich ja die StarCraft-Götter. Wir scouten, falls wir hier einen Early Pool abbekommen, was durchaus definitiv im Bereich des Machbaren liegt. Also da müssen wir uns auf jeden Fall darauf einstellen, dass das passieren könnte. So. Aber selbst wenn, haben wir immer noch eine gute Chance, das zu halten, wenn wir hier eben vorne die Gebäude direkt bauen und nicht direkt den Nexus. Dazu müssen wir allerdings erstmal scouten, ob das kommt. Und das ist jetzt hier der Plan bei der Sache, eben schauen, ist hier eine Echse. Nein, das ist schon mal suspicious. Und dann mal eben hier nach vorne fahren und feststellen, da sind auch akzeptable viele Probes. Also es ist ein früher Pool, aber kein absoluter Early Pool. Unzureichende Mineralien. So. Zack. Zusätzliche Mineralien werden benötigt. So. Ob es jetzt so sinnvoll ist, ihn wütend zu machen, weiß ich noch nicht. Weil er hat deutlich früher den Pylon als die Einheiten als wir. Wie machen wir denn hier gleich eigentlich zu? Das frage ich mich jedes Mal auf dieser Map. So, die ersten Dinge könnten gebaut werden. Overlord noch im Bau. Also zwischendurch wahrscheinlich ein bisschen kurz vom Supply Block. Immer noch eine Drohne, die hier rumfährt. Erforscht schon Speed. Wichtig wäre zu wissen, ob hier jetzt. Ja, da kommen Dinge raus. Unsere Sonden werden angegriffen. So. Aber er scheint hier nicht den absoluten Hauptfokus darauf zu legen, uns zu pushen. Nein, ich habe das nicht gedacht. So. Dann stell du dich doch mal eben hier schön in die Lücke. Lieber Lückenbersi. Unsere Sonden werden angegriffen. Haben wir noch was gesehen? Nee. Haben wir leider nicht. Schade. Wäre schön gewesen. Aber man kann nicht alles haben. Eben einmal kurz gucken, wie es hier in unserer Base so aussieht. Wir können uns noch kein Mothership geholen. Wir setzen jetzt mal den Chronobus hier drauf und hier drauf. Wir haben uns den Mothership Core. So. Schicken die mal hier hoch. Falls hier tatsächlich irgendwie ein Droplord unterwegs sein sollte gleich, werden wir das dann frühzeitig sehen. Das ist das Ziel an dieser Sache. So, und wir machen einfach mal einen. Ist eigentlich fast zu spät dafür. Ja, da kommt nämlich der Zealot Push. Oh, das war nicht so gut. Arbeitet ihr nicht? Nicht genügend Energie. Dort können wir nichts herankommen. So. Zack. Oben ist noch ein bisschen was. Wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen, dass er nicht hier quasi direkt wieder einlädt. Wieder durchgekommen. Dort können wir nichts heranbohren. So.
Gut. Follow up. Brauchen Gas, dringend. So, Gateways. Ist auch schon mal gut. Eine Lunge kann man vielleicht gar nicht erlauben. Das macht mich übrigens wahnsinnig, dass er hier genau außerhalb unserer Reichweite ist. So, alles bitte wieder hier hin. Also wir sind nicht so schlecht dabei. Das ist schon okay, was wir hier alles haben. Zumal wir unseren Follow-up-Push schon vorbereiten können. Ich hätte direkt seine Charge nehmen sollen, aber... Das lief dann doch alles jetzt gerade ein bisschen schnell. Okay, hat wieder was eingeladen. Eindeutig gesehen. So, so. Hydro-Denim-Bau. Wenig Drohnen, hat jetzt aber hochgedrohnt. So, Gateways ohne Ende. Leider ist Zelda Charge in dem Moment dann noch nicht durch. Was ein bisschen ärgerlich ist. Gut, dass er das gesehen hat. Das war eigentlich tatsächlich unser Plan damit. Denn dann stellt er sich nicht darauf ein, dass wir jetzt hier gleich direkt pushen. Muss eben ein bisschen warten, bis ein bisschen Gas da ist und ein bisschen ein paar Minerals. Also eigentlich meine ich eher Supply und ein paar Minerals, aber egal. So. Mineralienfeld erschöpft. Ein Mineralienfeld ist erschöpft. Direkt auf dem Lager, denn interessanterweise. Er hat einfach nichts. Jetzt hat er ein bisschen was. So, wenn wir das noch bekämen, wäre geil. So. Weil jetzt wahrscheinlich sowieso Mars Hydra spielen wird. Ist aber egal. Denn damit können wir gut klarkommen. Wir werden jetzt einfach Mars Elite Arcan spielen. Ist nicht noch mehr Gateways gebaut? Dort können wir nichts heranrufen. So, und dadurch, dass er jetzt halt eben keine Lurker bauen kann, können wir jetzt gleich hier schön nach unserem Push spielen. So. Da war sogar noch einer dafür. So, du bist 5. Stellt sich mal hier so ein bisschen ab. Und ihr seid alle 1. Ihr dürft jetzt gleich auch mitpushen. So. Wir können gleich auch das Follow-up spielen. Kann ja eigentlich gerade nichts bauen, weil wir ihn sowohl den Lurker denn als auch den Pool geklaut haben. Unsere Mineralien reichen nicht.
Also kann er nur seine vorhandenen Einheiten nutzen. Macht jetzt hier gerade verzweifelt Banelinger, aber das reicht einfach nicht. Wenn man hier noch so viele Banelinger morpht. Das reicht einfach nicht. GG, sehr schön. Wir können noch mal einmal reinschauen. Also er konnte halt gerade nichts bauen, weil sein Pool... wo ist sein Pool? Er hat einen Spire, das ist interessant. Das hätte tatsächlich das Spiel noch mal ein bisschen durcheinander wirbeln können. Ich würde gerne noch einmal hier tatsächlich fürs Replay ein bisschen reinschauen. Fangen wir direkt vorne an tatsächlich. So, und zwar, wann hat er den Pool genommen? Also Gaspool, ganz normal, nur halt nicht Hedge First. Also alles normal, habe ich ja auch eigentlich so eingeschätzt, deshalb habe ich auch erst den Nexus genommen und dann die Gebäude. Ansonsten, wenn das ein wirklicher Early Pool gewesen wäre, wäre das natürlich nicht gegangen. So, das war gut, dass ich das gecancelt habe, denn er war hier schon auf dem Weg zur dritten. So haben wir für 25 Mineralien ein bisschen die Exit delayed, aber eben nicht viel verloren selbst. Ja, jetzt kommt gleich das erste bisschen rumgedroppe. Ich glaube, ich habe hier schon ein bisschen zu spät meine Gasgasiere genommen und hätte hier auch, also ich baue jetzt zwar gleich zwei Adepten, aber danach baue ich keine mehr. Das ist ein Fehler, da hätte ich das schon machen müssen. Ich habe damit tatsächlich auch gerechnet, dass hier ein Drop kommen könnte. Deshalb habe ich die ja direkt hier hochgeschickt. Aber wie gesagt, ich baue hier gerade nichts aus diesen Gebäuden. Hätte ich das gehabt, dann wäre dieser Hold noch ein bisschen einfacher gewesen. So, jetzt habe ich ein paar Probleme mit dem Multitasking. Wir schauen mal eben, bevor das hier losgeht, bin ich im Work-Account deutlich vorne. Der Lückenversi ist gut, aber jetzt mache ich gleich zwischendurch F2 und dann ist der Lückenversi plötzlich nicht mehr in der Lücke. Ah, nee, er stirbt sogar. Overcharge habe ich in dem Moment leider nicht und meine Adepten kommen jetzt erst dazu. Sehen inzwischen 29 zu 21. Ist immer noch okay. Also ist auch durchaus sehr, sehr gut sogar eigentlich für ein Protoss, wenn es dabei bliebe. Schauen, verlieren wir noch Worker? Ich glaube fast nicht mehr, oder? Hier habe ich jetzt den Riegel komplett vorgeschoben mit dem Pylon davor. Und dann nicht damit gerechnet, dass er den einfach durchknuspert. Das habe ich tatsächlich nicht. Aber jetzt ist die Sache gegessen und wir gehen hier doch deutlich vorne raus. 34 zu 24 Workern. Das lässt sich doch ganz gut sehen, zumal wir auch schon hier Tech vorbereitet haben. Was mir ein bisschen fehlt, ist mal in die T-Tech. Den habe ich ein bisschen in der Aufregung leider verschlafen. Kann mal passieren, aber wäre natürlich besser, wenn das nicht der Fall wäre. So, und dann habe ich hier die ganze Zeit diesen Overlord wabern sehen. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Hat jetzt noch zwei Overlords dazugezogen, die jetzt weggezogen. Okay, ich dachte, er bereitet hier schon den Drop vor. Hat er aber gar nicht. So. Jetzt ist er in den Drohnen vorne, aber erst sehr, sehr spät natürlich. Nimmt direkt hier den Lurker, den gierig. Armeetechnisch ist er ganz akzeptabel dabei, aber eben nicht überragend. Und ja, jetzt war er leider out of position. Sehen wir hier die Linge. Ne, die Hydras waren schon auf der anderen Seite der Map. Hydra dann direkt gesniped. Hier machen wir ordentlich Eco-Schaden. Eco-Schaden haben wir, glaube ich, auch ein paar gemacht, ne? Ja, hält sich aber an Grenzen, also ist nicht so wild. Trotzdem sind wir, glaube ich, in der Eco wieder deutlich näher dran gekommen. Und vor allen Dingen machen wir auch hier Schaden gegenüber seiner Armee direkt. Die T-Sider verliere, ist ärgerlich, aber hier den Pool-Snipe, der war es definitiv nochmal wert. Baut nochmal 22 Linge, also das hat er glücklicherweise noch hinbekommen an seiner Stelle. Baut jetzt auch direkt Hydroden und Pool nach, aber diese Phase, die musste er halt jetzt hier einfach nutzen, um Drohnen zu bauen, weil was anderes konnte er gerade nicht bauen. Spire hat er dann auch jetzt angefangen, wollte halt verzweifelt irgendwie Tech-Gebäude haben. Ja, und jetzt musste ich halt mein Fenster hier suchen. Wir sehen 51 zu 63 Workern, Income-technisch sind wir ziemlich gleich. Was daran liegt, dass meine Mania auch schon nicht mehr so viele Mineralien hat. Das heißt, die ganze 3-Base-Situation brauchte ich hier gar nicht und er aber ebenso auch nicht. Ja, und jetzt... Ja, Spire ist jetzt gleich erst fertig, weiß aber schon, dass ich pushe. Das heißt, darauf kann er jetzt nicht hoffen. Baut jetzt hier Verzweiflungsbanelinge und Hydras, weil inzwischen der Hydra dann ja wieder durch ist. Armeetechnisch, schauen wir mal drauf, bin ich deutlich vorne. Ja, und das spielt sich jetzt ja auch aus. Banelinge in Arkans zu packen ist natürlich nicht so geil. In die Zealots wäre schön, wenn er das hingekriegt hätte, aber es waren einfach zu viele Arkans dabei. Ja, und das Spiel war halt eigentlich dadurch schon für mich ganz gut in Aktion, nachdem hier eben sein All-In am Anfang oder sein wirklicher Timing-Push nicht erfolgreich war, beziehungsweise nicht erfolgreich genug war. Und eigentlich hat er da an der Stelle schon das Spiel verloren, weil eben nicht die Eco da war, um das Ganze wieder aufzuholen. Ja, und mit diesen Worten würde ich sagen, war es das für die heutige Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich schaue beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts könnt ihr auf die nächste Folge klicken, unten rechts für ein anderes Projekt von mir. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.